Was wird in Deutschland als Ampelkoalition bezeichnet? Die Zusammenarbeit. Punkt. In Deutschland darf man wählen. Was bedeutet das? Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag? Für wie viele Jahre wird der Landtag in Schleswig-Holstein gewählt? Wie viel Prozent der Zweitstimmen müssen Parteien mindestens bekommen, um in den Deutschen Bundestag gewählt zu werden? Welche Länder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland als alliierte Besatzungsmächte bezeichnet? Wie nennt man in Deutschland ein Verfahren vor einem Gericht? Wie endete der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell? Wie heißt der jetzige Bundeskanzler, die jetzige Bundeskanzlerin von Deutschland? Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der Deutschen. Punkt. Ein Richter, eine Richterin gehört in Deutschland zu. Punkt. Was ist die Bundeswehr? Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland? Das Europäische Parlament wird regelmäßig gewählt, nämlich alle. Punkt. Bei Erziehungsproblemen können Eltern in Deutschland Hilfe erhalten vom Punkt. Eine junge Frau will den Führerschein machen. Sie hat Angst vor der Prüfung, weil ihre Muttersprache nicht Deutsch ist. Was ist richtig? Eine Partei im Deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich? Wann kommt es in Deutschland zu einem Prozess vor Gericht? Wenn jemand. Punkt. Wen kann man als Bürger, Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen? Wen kann man als Bürger, Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen? Die Bundestagswahl in Deutschland ist die Wahl. Punkt. Wie hieß das Wirtschaftssystem der DDR? Warum muss man in Deutschland bei der Steuererklärung aufschreiben, ob man zu einer Kirche gehört oder nicht? Weil. Punkt. Was versteht man unter dem Recht der Freizügigkeit in Deutschland? Was ist in Deutschland ein Brauch zu Weihnachten? Was bedeutet in Deutschland der Grundsatz der Gleichbehandlung? Was ist in Deutschland die 5%-Hürde? Die Volkshochschule in Deutschland ist eine Einrichtung. Punkt. Deutschland ist. Punkt. Was tun Sie, wenn Sie eine falsche Rechnung von einer deutschen Behörde bekommen? Was macht ein Schöfer, eine Schöfin in Deutschland? Esi. Punkt. In Deutschland hat man die besten Chancen auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz, wenn man. Punkt. Die Wahlen in Deutschland sind. Punkt. Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit. Punkt.